Hast du dich jemals gefragt, aus wie vielen Atomen dein Körper besteht? Oder warum deine Venen blau statt rot aussehen? Lass uns den menschlichen Körper unter die Lupe nehmen und nachsehen, was hinter den Kulissen so vor sich geht. Gänsehaut ist ein evolutionärer Reflex unserer Vorfahren. Die Ausschüttung von Adrenalin ließ ihnen die Haare zu Berge stehen und sie sahen für den Angreifer gefährlich aus. Das klopfende Geräusch deines Herzens wird durch das Öffnen und Schließen der Herzklappen erzeugt. Dein Herz erneuert seine Zellen nicht, sofern es nicht verletzt ist. Die Hornhaut deines Auges, auch Kornea genannt, ist der einzige Körperteil, der nicht durchblutet wird. Die Hornhaut bezieht ihren Sauerstoff direkt aus der Luft. Das menschliche Gehirn besteht aus 100 Milliarden Neuronen, plus oder minus. Die Blutgefäße in deinem Körper reichen aus, um die Erde zweimal zu umwickeln. Die Vorstellung, wir würden nur 10% unseres Gehirns nutzen, ist Quatsch. In jedem Moment nutzt du fast 100%. Andernfalls wärst du nicht in der Lage, einfache Aufgaben wie Kaffee trinken zu erledigen. Oh ja, das erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Wenn die alten Römer ihren Bizeps anspannten, fanden sie, dass ihre Muskeln wie Mäuse aussahen. Daher bedeuten das Wort Muskel auf Latein kleine Maus. Dein linker Lungenflügel ist kleiner als der rechte, weil er dem Herz Platz lassen muss. Experten glaubten, wir können nur 10.000 Gerüche unterscheiden. Eine neue Studie fand jedoch heraus, dass Menschen 1 Billion Gerüche wahrnehmen können. Dein Gehirn besteht zu über 70% aus Wasser und verbraucht 20% deiner Sauerstoffversorgung. So ein Vielfraß. In deinem Mund leben mehr als 6 Milliarden Bakterien, die sich aus bis zu 700 verschiedenen Spezies zusammensetzen. Deine Haut ist dein größtes Organ. Sie nimmt die Fläche von 2 Badehandtüchern ein. Pro 500 Gramm Fett, die du zulegst, muss dein Körper 1,6 Kilometer neue Blutgefäße schaffen, um deinen Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Dein Magen produziert alle 6 Tage eine neue Schleimhaut, um sich nicht selbst zu verdauen. Hey, lass dich nicht auffressen! Die Membranen, Blutgefäße und Muskeln rings um dein Gehirn enthalten Schmerzrezeptoren, dein Gehirn jedoch nicht. Daher bekommst du auch keine Gehirnschmerzen. Zähne sind ein Teil des Skeletts, zählen jedoch nicht zu den Knochen. Nervenzellen übertragen 1000 Impulse pro Sekunde. Sie bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 1,6 bis 431 km pro Stunde. Unsere DNA enthält 100.000 Viren. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass einer 100 Millionen Jahre alt ist. Wenn du 8 Stunden am Tag 60 Wörter pro Minute schriebest, bräuchtest du 50 Jahre, um das menschliche Genom zu notieren. Das größte Molekül im menschlichen Körper ist das Chromosom 1. Eine menschliche Zelle enthält 23 Chromosomenpaare und jedes Chromosom 1 besteht aus 10 Milliarden Atomen. Mit nur einem Atemzug inhalierst du 25 Trilliarden Moleküle. Das ist eine 25 mit 21 Nullen, falls du mitzählen willst. Du hast eine blattförmige Klappe auf dem Kehlkopf, die bei jedem Schlucken zugeht, um zu verhindern, dass Nahrung in die Lunge gelangt. Die Idee von Geschmackszonen auf der Zunge ist ein Mythos. Alle Geschmacksknospen können alle 5 Geschmacksrichtungen wahrnehmen. Einige Rezeptoren sind nur empfindlicher als andere. Der Zahnschmelz ist die härteste Substanz im menschlichen Körper. Er besteht zu 96% aus Mineralen. Im Verlauf seines Lebens wachsen einem Menschen nur 2-mal Zähne. Ein Krokodil hingegen wechselt mehr als 45-mal seine Zähne. Hey, daran wirst du zu knabbern haben. Deine Nase läuft, wenn du dich erkältet hast, weil sie zusätzlichen Schleim produziert, um invadierende Mikroorganismen loszuwerden. Dein Geruchssinn ist der einzige, der direkt mit dem Bereich, der deine Emotionen und Erinnerungen kontrolliert, zusammenhängt. Die Papillen auf deiner Zunge sind keine Geschmacksknospen. Sie sind pilzförmige Ausstülpungen. Sie enthalten jeweils bis zu 5 Geschmacksknospen mit je 100 Geschmacksrezeptoren. Auch die Bauchspeicheldrüse hat Geschmacksrezeptoren, mithilfe derer sie nicht nur Zucker, sondern auch Süßstoff erkennen kann. Sie nutzt diese Information zum Ausgleich des Hormonhaushalts. Das am häufigsten vorkommende Element im Körper ist Sauerstoff mit 65%. Aber unser Körper enthält auch Lithium, Kobalt, Gold und Uran. Das seltenste Element ist Radium. Das ist bestimmt der Grund für dein Strahlen. Du schluckst 600 Mal am Tag.
Wenn du wach bist, einmal pro Minute und etwa dreimal pro Stunde, wenn du schläfst. Menschen sind die einzigen Lebewesen, die absichtlich den Schlaf hinauszögern. Also leg jetzt endlich dein Handy weg. Der Durchschnittsmensch hat 10.000 Geschmacksknospen. Im Laufe der Zeit werden manche jedoch nicht ersetzt. Daher hat eine ältere Person vielleicht nur noch 5.000 funktionierende Geschmacksknospen. Du hast 5 Millionen Haarfollikel am Körper und nur 100.000 von ihnen befinden sich auf deinem Kopf. Haare wachsen 1,3 cm pro Monat. Die Haare eines 70-Jährigen, dem nie die Haare geschnitten wurden, wären theoretisch so lang wie ein Telefonmast. Deine Augen verdanken ihrer Farbe einem Pigment namens Melanin. Braunäugige Menschen haben mehr Melanin als Menschen mit grünen Augen. Das Augengewebe von blauäugigen Menschen ist hingegen komplett farblos. Die Augen erscheinen aus demselben Grund blau wie das Wasser und der Himmel. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Augenbrauenhaars beträgt 4 Monate. Der Körper eines 50 Kilogramm schweren Menschen enthält 40 Esslöffel Salz. Oh ja, wir sind das Salz der Erde. Weniger als 1% der Bevölkerung wird mit dem Herzen auf der rechten statt auf der linken Seite geboren. Du zwinkerst 15 bis 20 Mal pro Minute und die Muskelgruppe um dein Auge ist die schnellste im ganzen Körper. Aber wenn du auf einen Bildschirm starrst, zwinkerst du nur noch 5 Mal pro Minute. Das Blut in deinem Körper bewegt sich mit 6 Kilometern pro Stunde und erreicht dein Gehirn innerhalb weniger Sekunden. Dein Körper besitzt etwa 3 Millionen Schweißdrüsen. Viele von ihnen befinden sich an den Fußsohlen und Handflächen, an der Stirn, an den Achseln und Wangen. Wenn du 3 Kilometer pro Stunde schnell gehst, müsstest du 20 Stunden durchlaufen, um ein halbes Kilogramm abzunehmen. Apropos, wenn du durchgehend mit 3 Kilometer pro Stunde liefest, bräuchtest du 518 Tage und 8 Stunden, um den Äquator zu umrunden. Ohrenschmalz besteht aus Fett, Hautzellen, Schweiß und Schmutz. Na, bist du froh, dass du das jetzt weißt? Etwa nicht? Embryos entwickeln mit 3 Monaten Fingerabdrücke. Ein Sonnenbrand ist das Resultat von Strahlenbelastung. Wenn die natürlichen Schutzmechanismen mit der UV-Einstrahlung überfordert sind, kommt es zu einer toxischen Reaktion, die zu einem Sonnenbrand führt. Du hast auf Fotos rote Augen, weil deine Pupillen auf den Blitz nicht schnell genug reagieren können. Viele Lichtstrahlen treffen auf deine Retina und werden reflektiert. Die älteste bekannte Person mit blauen Augen lebte vor 7000 Jahren in der Steinzeit. Entgegen der allgemeinen Überzeugung können Kontaktlinsen nicht hinter deinem Auge verschwinden. Deine Zähne bilden sich, bevor du geboren wirst, brechen jedoch erst im Alter von 6 bis 12 Monaten durch. Linkshänder kauen normalerweise auch lieber auf der linken Seite. Rechtshänder, wie überraschend, kauen auf der anderen Seite. Auch wenn deine Fingerabdrücke beschädigt werden, bilden sie wieder dasselbe einzigartige Muster aus. Es gibt ein Wort für das grummelnde Geräusch meines Magens. Man nennt es Borborygmus. Ich glaube, das ist lateinisch für "Hey Kumpel, kann ich was zu futtern kriegen?" Venen erscheinen blau, weil das Licht durch einige Haut- und Fettschichten muss, um sie zu erreichen. Deine Haut streut den roten Teil des weißen Lichts, bevor es das Blut reflektiert. Daher kommt nur das blaue Licht zu deinen Augen zurück. Ein Mensch mit Anosmie kann keine Gerüche erkennen. Phantosmie hingegen ist das Riechen von Gerüchen, die gar nicht da sind. Ich nutze das übrigens als Ausrede, wenn mich jemand beschuldigt. Okay, lassen wir das. Deine Fingernägel wachsen doppelt so schnell wie deine Fußnägel. Deine Fußnägel brauchen 15,5 Monate, um 2,5 cm zu wachsen. Deine Fingernägel erreichen diese Länge nach nur 7 Monaten. Die äußere Schicht deiner Haut ist an den Füßen dicker als an anderen Stellen deines Körpers. Das Herz hat sein eigenes elektrisches System und kann weiterschlagen, wenn es vom Körper getrennt wird. Wir erörtern lieber nicht, unter welchen Umständen es dazu kommen könnte. Beim Atmen nutzt deine Lunge nur 5% des eingeatmeten Sauerstoffs. Deine rechte Niere ist vermutlich kleiner und sitzt etwas tiefer als die linke, um der Leber ein bisschen Platz zu machen. Der Körper eines 70 Kilogramm schweren Menschen besteht aus 7 Quadrilliarden Atomen. Wie viele Nullen? Weiß das jemand? Genau, 27. Die Passage der Nahrung durch Magen und Dünndarm dauert 6 bis 8 Stunden, weil dein Körper versucht, alle Nährstoffe zu absorbieren. Um Nahrung in deinen Magen zu befördern, braucht es keine Schwerkraft. Deine Muskeln kontrahieren und entspannen sich, um sie zu transportieren. Wie ein Boa-Constrictor sozusagen. Hey,
Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.